Ja, mein Name ist Alexander Busch, ich bin Arzt hier am UKM und auch Forscher an der WWU. In meiner Forschung geht es um die sogenannte Mini-Pubertät und das ist weder eine zu frühe noch eine abgeschwächte Pubertät, sondern das ist eine kurze Aktivitätsphase des Reproduktionshormonsystems kurz nach der Geburt. Kurz gesagt, diese Mini-Pubertät ist ein bisschen lustig, weil eigentlich Jungen haben dann kurz nach der Geburt genauso hohe Testosteronwerte wie ihre Väter und die Mädchen kommen in der Mini-Pubertät in einen Zyklus rein, noch bevor die frisch gebackene Mutter nach der Geburt, bevor dort der Zyklus wieder einsetzt. Und wir haben ein ganz normales Labor, wo wir versuchen, eben die Expression von bestimmten Genen in unserem Tiermodell zu untersuchen. Das ist ein Primatenmodell, wo wir dann im Hirn versuchen, speziell zu schauen, wie unter der Mini-Pubertät die Gene an- und ausgeschaltet werden. Dies ist leider nur im Primaten möglich, weil eben Mäuse, die sonst immer normale Versuchstiere sind, keine Mini-Pubertät aufweisen. In meiner Forschung versuche ich eben herauszufinden, weil man weiß, dass die Mini-Pubertät, dass dort eigentlich das Reproduktionshormonsystem schon voll entwickelt ist. Ich versuche eben darüber Rückschlüsse zu ziehen, wie das Hormonsystem als Ganzes aktiviert ist. Und jetzt, mal ganz ein theoretisches Beispiel zu geben, wenn man das Reproduktionshormonsystem versteht, und ich glaube, die Mini-Pubertät ist ein Modell dafür, dann kann man praktisch zum Beispiel auch theoretisch Hitzewellen in Frauen am Ende der reproduktiven Phase in den Wechseljahren besser erklären und eventuell sogar behandeln. Also ich nehme hier an der Uniklinik eine etwas andere Rolle ein. Ich bin Arzt und klinischer Wissenschaftler, also Clinician Scientist. Und da pendelt man praktisch zwischen Krankenbett und Labor. Und ich finde diese Spannung zwischen den beiden Welten super, super spannend. Und während wir versuchen, eben auf der Station eigentlich immer festen Behandlungsstandards zu folgen, um eben die gleich hohe Versorgungsqualität jedem Patienten zugutekommen zu lassen, so gilt es eben im Labor oder heutzutage eigentlich häufig im Supercomputer auch, der Kreativität freien Lauf zu lassen und dann dort Modelle neu zu entwickeln und Systeme neu zu denken.